CatWalk LexoCAD Einführungsvideo schauen wir uns die Unterschiede zwischen den Benutzern Basic Layer und BIM an, sowie einen kleinen Einblick in die Layer-Struktur respektive in die IFC-Geschossstruktur. Der Benutzer Basic Layer respektive BIM kann ja links oben umgestellt werden. Leere Pläne starten standardmäßig im Benutzer Basic. Hier haben wir eigentlich eine Layer-Struktur. Das Layer-Fenster können wir über Fenster Layer ein- und ausblenden und haben dann hier die Möglichkeit, mit einem Rechtsklick Bearbeitungen vorzunehmen, zum Beispiel neue Layer hinzuzufügen. Die werden automatisch mit der niedrigsten Nummer eingefügt, außer ich mache einen Doppelklick drauf und Rechtsklick neu, dann wird das direkt dahinter gesetzt, kann hier reingehen und das mit einem neuen Namen versehen. Respektive, wir machen einen Rechtsklick und bearbeiten es entsprechend. Zusätzlich haben wir auch die Möglichkeit, unter Rechtsklick ein Untermenü zu erstellen. Untermenüs sind dafür da, dass wir dann, wenn wir hier zum Beispiel die Nummer anpassen, direkt die nächsten Layer ein- respektive ausklappen können. Wir machen zum Beispiel jetzt nochmal ein Untermenü und fügen dann noch ein paar Layer hinzu. So wird jetzt hier das Untermenü bis zum nächsten auf- und zugeklappt. Das ist vor allem bei größeren Projekten ganz nützlich, um die Übersicht über die Layerstruktur zu erhalten. Unter Fenster haben wir dann auch die Möglichkeit, das Layer-Set-Fenster zu definieren. Wir können hier mit einem Rechtsklick eine Layer-Sichtbarkeit abspeichern. Das heißt, wenn wir jetzt ein paar Layer ausgeblendet haben, können wir dann mit einem Rechtsklick neu diese Sichtbarkeit abspeichern. Das heißt, wenn wir jetzt alle Layer sichtbar haben und wir klicken jetzt auf diese Struktur, dann wird jetzt hier ganz entsprechend Layer ein- und ausgeblendet. Ich blende noch ein paar Layer mehr aus. Dann können wir einfach mit Rechtsklick Layer sichern, das Ganze direkt aktualisieren. Bestehende Elemente können wir auswählen und direkt beim Modifizieren in einen anderen Layer schieben. Und neue Elemente werden dann automatisch im aktiven Layer, den wir mit einem Doppelklick auswählen, hinzugefügt. Während hier in der Bibliothek die Standardfunktionen ganz normal per Drag and Drop eingefügt werden können, haben wir hier im Hochbau verschiedene Funktionen, die, wenn wir die hinzufügen wollen, eine Fehlermeldung angezeigt wird. Das sind Funktionen, die gehen nur im User BIM. Wir öffnen hier ein Beispiel für User BIM. Hier sehen wir, der Benutzer ist BIM eingestellt und wir haben hier ein kleines Hochbauprojekt. Und sehen jetzt auf der linken Seite haben wir nicht nur ein Layerfenster, sondern auch Geschosse. In einem BIM-Projekt sind alle Elemente, IFC-Elemente, einem Geschoss zugeordnet. Wir sehen, wir haben hier Gebäude, können auch mit Rechtsklick weitere Gebäude hinzufügen, haben hier auch die Möglichkeit, bei den Geschossen Einstellungen vorzunehmen, respektive ein neues Geschoss hinzuzufügen. Wir sehen auch, die Geschosse haben direkt eine Z-Höhe. Das ist wichtig, weil je nachdem, welches Geschoss wir aktiv haben, verändert sich die Grundplatte. Und wenn ich ein Element hier hineinziehe, dann kommt das direkt auf diese Z-Höhe. Unter Fenster sehen wir, haben wir weitere IFC-Fenster, Typ, Layer und die Baumstruktur IFC. Diese werden auch nur im Benutzer BIM angezeigt. Unter Typ IFC als Beispiel können wir so direkt alle Wände oder Stützen, Balken und so weiter ein- und ausstellen. Wir haben hier im Geschossfenster natürlich dann auch die Möglichkeit, direkt ganze Geschosse ein- und auszublenden. Wenn wir nochmal so eine Wand hineinziehen, sehen wir, diese Wand kommt automatisch an ein Geschoss. Wir können auch hier das Geschoss direkt ändern. Was wir nicht können, ist ein Layer zuordnen, denn diese IFC-Elemente sind entweder in einem Geschoss oder in einem Layer. Wenn ich jetzt doch in einen Layer schieben möchte, müsste ich hier die Seite auswählen und dann habe ich hier dann die Möglichkeit, ein 2D-Layer auszuwählen. Das funktioniert natürlich auch bei 2D-Elementen. Wenn ich jetzt hier einen Text hinzufüge, ist dieser Text in einem 2D-Layer. Ich kann aber auch hier
den Lehrenlayer auswählen und dann das Ganze in ein Geschoss einbetten. In der IFC-BIM-Struktur hat man aber standardmäßig hauptsächlich Geschosse und arbeitet weniger mit Layern. Vor allem für den IFC-Austausch ist das wichtig. Wir sehen jetzt auch hier bei diesen IFC-Elementen, die haben dann direkt einen Standardtyp IFC definiert. Das ist dann für diese IFC-BIM-Struktur notwendig. Wir sehen also zusammengefasst, arbeiten wir in einem Projekt, das keine BIM-Strukturen vorsieht, respektive keinen IFC-Austausch benötigt. Dann können wir im Basic Layer arbeiten, um hier zum Beispiel einen Bauplatzinstallationsplan. Andererseits, sobald wir aber ein Projekt haben, in dem wir den IFC-Import und Export benötigen, in dem wir in einer BIM-Struktur arbeiten, auch weitere Funktionen wie Wände und Decken etc. benötigen, also IFC-Typen, dann müssen wir hier im Benutzer auf BIM wechseln und arbeiten dann mit zusätzlichen Strukturen, eben Geschoss, IFC-Strukturen und so weiter. Das war dann auch das ganze Video zur Übersicht über diese beiden Benutzertypen.